Kennt ihr Sally Up, Sally Down? Wer kennt es? Guter Mann, wie lange hältst du durch? Schaut es euch auf, bei YouTube hat ungefähr 6 Millionen Klicks und das ist ein Liegestützprogramm. Und das machen Sag nochmal, wie es heißt, zum Mitschreiben. Sally Up, S-A-L-L-Y. Und das macht auch der Felix jeden Morgen mit seinem Trainer, haben sie sich geschworen, sie machen so lange, bis sie die 3,50 durchstehen. Dann macht man Liegestütz und dann mit, nach Musik und dann heißt es wieder Sally Up, Sally Down, Sally Up. Und da musst du in so einer Schwebe das lang halten, ist ziemlich anstrengend. Jetzt habe ich mir gedacht, ja, Herrschaftszeiten, wenn das gerade so in ist, vielleicht mache ich mit euch Hansi Up und Hansi Down. Und ich bin ja Garmisch-Partenkirchner, wir haben die geilste Abfahrtspiste der Welt, die Streife ist Pillepalle. Aus Bergkanten lachen wir nur drüber, weil wir haben den Freefall und so weiter. Aber der Hansi Knaus, damit die Österreicher nicht ganz beleidigt sind, verstehst du, die werden ja jetzt auch Europameister, habe ich heute beim Herfahren gehört. Der Hansi Knaus ist der genialste Kamerafahrer, den es gibt. Und ich habe vor dem eine Kamerafahrt von Garmisch-Partenkirchen. Und die werden wir jetzt ein bisschen nachfahren. Ich sage euch auch, was wir dann da machen. Erstens ist das Wichtigste ja, dass wir fit bleiben, dass wir uns bewegen. Und da tankt man die Energie, das ist die gesündeste Energie, nämlich die macht kein CO2, kein Stickstoff. Übrigens mit dem Kurt Siegel verbindet mich so viel. Ja, und dann habt ihr die Energie fürs Leben. Und dazu müssen wir fit bleiben und müssen uns bewegen. Da sage ich nachher noch ein bisschen was drüber. Aber jetzt gibt es ja hier sozusagen eine Familienverbindung. Das ist Kleven, Lübenow, Neureuther. Und in dem Fall der Felix. Und da gibt es die Kampagne Beweg dich schlau mit Fit for Future von der Stiftung vom Herrn Kleven ins Leben gerufen. Einzigartig, wo wir im nächsten Jahr über 1 Million Kinder zum Bewegen bringen. Aber wisst ihr, wie das Gehirn eines Kindes programmiert wird? Durch Bewegung. Und wenn sich ein Kind nicht mehr bewegt, so wie es bei uns heutzutage ist, dann haben wir da oben Fehlentwicklungen. Und aus dem Grund müssen wir dagegen steuern, da gibt es Programme und das wird jetzt in den Schulen platziert, hier einzigartig. Übrigens gilt es für die alten Leute genauso und die zweitgrößte Angst nach dem Krebs der Menschen ist, dement zu werden. Und das, was für die Kinder gilt, Bewegungsprogramme, Gehirnbewegungsprogramme, gilt für die alten Menschen genauso. Wir müssen immer aktiv bleiben, wir dürfen ja nicht vor dem Fernseher sitzen und wir müssen uns geistig bewegen, aber 70%, merkt euch die Zahl, 70% hängt von der Bewegung ab, dass wir uns körperlich betätigen. Das ist die beste Prävention für Demenz. Wir werden es nicht verhindern können, dass wir es bekommen, aber lieber sterben wir davor. Also, aber wir können was tun und wir müssen uns nur bewegen. Und das Verrückte ist, die Menschen bewegen sich immer weniger, aber alle Volkskrankheiten, nehmen wir die auch noch dazu, wie Herz-Kreislauf, haben wir gerade gesehen, Osteoporose, Rücken, alles hängt eigentlich nur mit Bewegung zusammen. Und da geht unser Schulsystem her, die sind so bescheuert, die Politiker, und kürzen Schulstunden. Ich weiß nicht, was für einen Scheiß sie noch alles erfinden, wo die Kinder in der Schule ruhig sitzen müssen und das, was eigentlich wichtig ist, dass sie sich bewegen, das wird vernachlässigt. Und darum machen wir jetzt eine Bewegung, kombinieren ein bisschen an Hansi Knaus. Also zuerst fahren wir die Abfahrt, gell? Und dann kommt noch was, damit, wenn ihr hier rausgeht, ihr merkt, Mensch, ich kann besser denken. Jetzt werden wir mal das Video abfahren lassen und ihr steht, könnt alles so bleiben. Und wenn der Hansi aus dem Start rausfällt, dann geht sie nur vom Stuhl ein bisschen hoch in die Hocke. Und dann kommen von mir die Ansagen. Und wer nicht mehr kann, kann sich auch heimlich an den Stuhl setzen. So. Weil das sieht keiner. Weil es geht ein bisschen auf die Oberschenkel. Also, lassen wir das Video laufen. Das ist oben am Kreuz. Das ist meine Frage, Hans, wie gefällt sie eigentlich dir, die neue Strecke? Dreh einen Ton dann ein bisschen leider, weil der schreit so. Die neue Kandahar, die habe ich sehr gern. Technisch noch schwerer und vor allem zum Überwinden. Los geht's. Also. Mit einem steilen Starthang. In die Hocke. Da geht's gleich einmal richtig kräftig weg. Schon gestartet, jawohl. Und wir bewegen leicht. Beschleunigt man super. Jawohl, aus den Stühlen rauf. Jetzt kommt die Rechtskurve nach rechts rüber. Jawohl. Und jetzt kommt die Linkskurve nach links rüber. Und ziehen in den Seelesboden. Und jetzt kommt Einfahrt in Drücken. Und Sprung. Jawohl. Und wieder tief runter. Ganz klein machen. Einfahrt.
etwas aufrecht wieder, linke Seite belasten, rechte Seite belasten, tief die Arme nach vorne, Kopf rein, größer. Aha, er ist gerade im Dauerschuss und ganz tief runtergehen und Sprung rein und Sprung wieder und Dreifachsprung und Vierfachsprung, ja, und wieder ganz runter. So, Anfahrt, Panoramasprung und wieder zusammenfallen. Boah, so. Bist du gescheit? Wo ist er? Der Sprung geht kurz vor der Hölle. Circa 40 Meter kurz vor der Hölle. Und jetzt pass auf. Wenn ich sage, jetzt kommt die geistige Leistung. Wir gehen down, dann jetzt gehen wir rauf. Und wenn ich sage, wir gehen up, dann gehen wir down. Also. So, jetzt gehen wir down. Nicht sehr schnell. Sehr gut, ihr seid gut. Und wir bleiben down. Und jetzt gehen wir aufwärts. Und jetzt leichte Kompression. Ja, sehr gut. Und Sprung. Und Sprung und down. Aha. Und ein bisschen Wedel springen. Jawohl. Jetzt wo ist er? Die blaue Linie raufziehen und rein. Ah, das ist das Himmelreich. Und wieder runter. Na, runter. Unruhig, eisig. Jawohl. Schnell. Aha. Und wieder rauf. So. Hin zum Seilbahnsprung. Und wir gehen wieder runter. Da lassen wir uns gescheit drüber. Yeah. Runter. Das war schon. Aha, und wieder rechte über 40 Meter. So, und wieder linke Seite. Nächster Sprung. Wer kann schon nicht mehr? Sprung. Weit aus, wo sind wir? Es geht noch mehr. Auf ist Steiße, jawohl. Mensch, ist die Abfahrt lang. Der fährt auch so lang. Österreicher, ist ja klar. Auf den freien Fall. So. Ein verrückter Sprung. Wisst ihr was, ihr wart? Und der geht gescheit auch wieder. Das war sogar bei mir. Über 40 Meter. Wie lange geht das denn noch? Wie lange fährt das denn noch? Das ist die linkste Zielkurve herein. Da ist der Walcher 5 Jahre hintereinander ins Netz. Auch Österreicher. Und über die Linie. Was ist denn da Bestzeit auf der Strecke? 1,54. Hermann Mayer. Ist das Ganze ein Traum zum Fahren. Christian Neureuther, Bayer, vielen Dank. Wir sehen uns ja gleich noch. Na, ich hab noch was. Der Haushalt aussehen, der Haushalt aussehen. Was muss ich jetzt machen, dass das Beutel kommt? So. Mir hat alle Fotos durcheinander gewurzelt, wir haben es nicht mehr ordnen lassen. Der Robert hat da reingeschrieben, 10 Regeln für die Bewegung. Liebe, 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 Zeit, 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 Zeit. So, es geht darum, dass die Eltern heutzutage immer weniger Zeit haben für die Kinder. Hab jetzt in der Welt am Sonntag war eigene Beilage über die Tyrannen. Die Kinder werden und müssen natürlich auch, ist auch gar keine Kritik, immer mehr allein gelassen. Dann kommen die Eltern nach Hause, was tun sie? Sie verwöhnen das Kind. Das Kind kriegt alles Spielzeug, was es braucht. Es wird auch nicht mehr getadelt oder es werden ihm keine Grenzen aufgezeigt, weil die Eltern meinen, dass sie natürlich mit Goodies, mit Fernsehen, mit Computerspielen und sonst was dem Kind was Gutes tun. Das Kind braucht Grenzen. Und wenn niemand mehr daheim ist, gibt es keine Grenzen. Und aus dem Grund wäre das Wichtigste, dass man sich mit den Kindern beschäftigt, oder? Dass man sie wirklich dann auch in Kitas oder Kindergarten steckt, wo gute Therapeuten oder nicht Therapeuten, sondern Lehrer sind, Pädagogen sind. Wir haben das ein bisschen anders gehabt. Das ist mein Vater und der Bub. Wir sind miteinander Skifahren gegangen. So hübsch warst du mal. Ja, jetzt schaut's her. Und was da durch, es geht durcheinander. Ich sag nur, dann fährt der kleine Felix rechts, fährt Ski, ist in einem Club drin, kriegt seine Grenzen aufgezeigt, wird von dem Linken geschlagen, weil das der Bastian Schweinsteiger. Und dadurch entstehen Bindungen, die ein Leben lang halten und wo man sich hilft. Und dann, wenn man die Zeit für die Kinder aufbringt, da bin ich gerade 60 geworden, dann geht die ganze Familie zum Skifahren und schafft Bindungen, die sind so emotional, die sind durch nichts zu toppen. Und dann wird zusammengehalten, auch wenn die Mutter mal nicht so gut drauf ist. Und das war genau mein 60. Geburtstag. Auch nicht so schlecht, kann ich euch sagen. Und so geht es halt dann los. Das ist die kleine Amelie. Die wird von klein auf in die Bewegung mit eingebaut. Das ist der Felix mit seinem kleinen Neffen, mit dem Oskar. Ja, der steht schon in die Skischacht drin. Und möchte eigentlich mit dem Felix, der fährt gerade weg nach Hintertux
und möchte mit dem Onkel zum Skifahren gehen. Und die Ski, die hat er schon natürlich am Weihnachtsbaum. Übrigens, früher gab es bei uns, auch wie der Felix schon ein Schüler war, also so 12 bis 14 Jahren, der hat nie ein paar Ski einfach so bekommen. Die Ski gab es immer an Weihnachten, die standen unter dem Weihnachtsbaum. Und die waren kein nichts Selbstverständliches. Heute, er musste immer allein die Ski am Start rauftragen, der Felix, und musste sich selber herrichten. Und die anderen Eltern, die haben bei den Zwölfjährigen, haben die Ski schon eingeräumt, weißt du, den Schnee, damit der Schnee schön den Ski kalt macht, dass der die gleiche Temperatur hat. Könnte ja vielleicht ein bisschen Vorspannung verlieren, da der wieder ein Zehntelsekunden bei einem Zwölfjährigen kostet. Wie will der später noch einmal irgendwo das Gefühl haben, dass man was tun muss? Dann fährt der Vater mit drei Paar Ski ins Ziel runter. Unser Bub hat seine Ski selber geholt. Wie wollen Sie Kinder, die bei uns auf dem Niveau aufwachsen, wo alles zu Hause ist, wie wollen Sie die noch hungrig halten? Wenn Sie ihnen alles geben, alles. Das hat es bei uns, leider Gottes, haben sie auch zu viel bekommen, aber wir haben schon, aber da geht er doch das Herz auf. Und dann, wenn du halt Sport machst, dann, das sind so die Glücks, und das ist die Miri, das ist die Freundin vom Felix, und da drin liegt der kleine Oskar, der wird natürlich mitgenommen zum Langlaufen. Familienunternehmen, alle miteinander. Pah. Darum sage ich, das ist ja nur das Plädoyer, beschäftigt euch mit eure Kinder, nehmt euch die Zeit, macht mit denen Sport oder steckt sie in Sportvereine rein. Das Wichtigste ist, dass sie Grenzen bekommen, dass sie in der Gemeinschaft sind, dass sie Leistung bringen müssen und dass ihnen nicht alles geschenkt wird. Und das ist ein Wahnsinn. Der Opa, da ist er ungefähr 88, ist er mit 98 gestorben. Der ist mit 79 Jahren noch mit seinem Enkel Ski gefahren. Und da war er bei einem Jugendskirennen, hat besucht. Wahnsinn. Ist ein Glück natürlich. Da wollte ich nur so. Schaut, der erste Trainingskurs, gar mit Unterkunft Olympia-Skistall, war natürlich keine gute Unterkunft, Gott sei Dank. Die 12 besten Zimmernachbar Basti Schweinsteiger, das hätte zu dem anderen Wort. Wenn es die zwei hörst, das ist der Felix, dann wisst ihr schon, wie es zu Hause zugeht. Es ist immer Bewegung im Programm. Es wird immer gespielt und gemacht. Und die Mutter muss dann halt auch herhalten, einmal bei Big Wave. Fast hätte sie da ein Bikini runterzogen. Ich habe das Foto auch zu Hause, aber das habe ich jetzt, das gönne ich euch nicht. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Und das ist der Dr. Münch. Der Dr. Münch und das bin ich. Und da sind wir in Gumpen reingesprungen. Und der Felix, mir war nackert, weil wir kein Bart sagt, aber der Felix, der hätte nicht um viel Geld seine Badhosen ausgezogen. Das haben wir dann reingekupft. Da. Ist doch cool. Das sind Erlebnisse, vergisst der Kind nie. Also das ist das Thema Zeit. Dass wir Zeit haben für unsere Kinder. Und dann beim Schwarzfischen, das muss ich auch, da waren es beim Schwarzfischen mit der Rosi. Und dann habe ich gesagt, spinnst du, gehst mit den Kindern zum Schwarzfischen, da kriegst du einen Titel in der Bildzeitung. Aber jedes Boulevardblatt. Aber ha, Mama ist mit zum Schwarzfischen gegangen. Eishockeyspuren ist nur so ein bisschen. Und so schauen dann bei uns halt Geburtstagstische aus. Da steht ein Mountainbike, der Pfeil und Bogen und das sind Boxhandschuhe. Gegen die Mama. Da, Spiele, okay. Und das ist jetzt unser kleiner Oskar im Garten und der muss... Die Mama, wenn da ist, dann wird der da getragen, aber wenn der Opa da ist, dann lassen wir den da raufkraxeln und ein Nothalt ist immer noch da. So schnell springe ich schon noch hin. So, jetzt lasse ich euch in Ruhe. Das sind Rosi und Evi. Die sind so groß geworden mit dem schönsten Spielmaterial, was es gibt, nämlich mit dem Schnee. So ein kleiner Abriss in die Familie, das, was uns bewegt, einfach zu Hause, dass wir sagen, hey, macht's was gemeinsam mit den Kindern. Einmal eine Runde Golf ausfallen lassen, alleine und mit den Enkel gehen. Ich weiß, wie schwer es ist. Aber es kommt doppelt und dreifach zurück. Und ich habe es vorhin schon gesagt, der Wahnsinn ist, dass wir mit den Kindern in eine bewegungslose Gesellschaft abdriften. Die Zahlen sind noch schlimmer als die von Kurt Siegel. So, danke.